Das nimmt ihr auf. Ich glaube, das ist irgendwie nicht zu verhindern, wie auf der dich wohl anschreiben will. Oder wie auf der dich anschreibt. Mika, entweder stell dich auf Offline auf Steam oder löschen. 15. Nein, löschen tue ich ihn doch gar nicht. Hey, was meinst du denn, Peter? 15 Willi? Hey. Schaut mal, jetzt hat er es erstmal fertig. Wie, er schreibt mir nochmal. Er muss doch, wo ich ja noch geschrieben habe, muss er mich doch jetzt nicht schreiben. Ich stelle mich mal bei Discord mal ein, dass mich nicht stören soll. Mich nicht stören. So, muss mich stören. So. Ich stelle mal kurz auf den Discord mal ein, dass ich beschäftigt bin. Beschäftigt. Ja, V holen. So, okay. Gut, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Beast Ultimate. Mal dabei der Martin, der Peter. Der Peter, der jetzt gerade ankommt. Peter. Und was mir auffällt, warum bin ich überhaupt hier? Na ja, gut, glaube ich mich. Ich habe mich selbst hier hingestellt. Oh, und ach so, hallo. Ja. Und es der Gast ja, ist und, noch da. Ja, ja und der René, also der Gast René, ist auch noch dabei. Wo es leider irgendwie gerade nicht läuft in dem Free Beast, ist ja nicht ja, im Game. Der ist leider hier nicht im Free Beast drin, aber er redet halt ein bisschen. Und ja, und will leider was anderes, weil ich leider kein Spiel. Okay, danke Peter. Ich tue das jetzt einfach mal hier verbrennen. Ach man, das. Jetzt. Jetzt habe ich alles hier. Bei dir so. Ist es die 10. und hier ist es die 46. Folge. Ich glaube, auf jeden Fall werden wir eins wohl auch noch knacken, auch bei dir sozusagen. Die 100er Mark, wenn du glaubst, auf jeden Fall werden wir die Fred noch knacken. Ja, ich schätze wieder mal. Ich glaube, die Leute bei mir werden sich fragen, sich allmählich, was, wie lange ich hier denn noch alles hier. Weil ich bin halt Tell and Marble abfarmen wie wild. Also, ich, das Haus ist ja endlich fertig. Von oben her. Sicher wissen die noch nicht genau, was ich an sich noch vorhabe. Weiß ich vielleicht teilweise auch selber noch nicht, aber wird es ja sehen. Peter, hier ist nur noch Bienenhives noch empfohlen. Hier ist mittlerweile schon 2. Wo? In der Höhle, wo ich aktuell bin. Bei meinen, hinter meinem Haus ist so ein Gang, da ist ein Loch da drin selber. Hier ist Melone. Ich meine, da hinter meinem Haus ist so ein Gang, den ich nur neulich jetzt noch dazu gebaut habe. Da in den Gang ist ein Loch im Boden. Warte mal, oder diese so viel. Wir haben ja einmal da hinten eins und da hinten ist nochmal eins. Leute. So. Dort ist eins mit Peter. Und deine Decke.
bewahre das auch in den Cache. Wie immer. Den noch so. Karotte Beans. Ach so. Ja. Ah. Es gibt verschiedene. Viele verschiedene. Es gibt auch sogar Sumpfbienen. Ich weiß, ich tu mit denen nicht so viel, aber ich hab. Weil ich halt an sich in der Map. Weil ich mit Quarry farm, da habe ich auch schon sehr viele Steinbienen gefunden. Der Typ ist gerade gestorben. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere gibt. Oder? Wo hast du noch eine gesehen? Das waren nur die zwei. Ich hab nur zwei gesagt. Das war einmal da, einmal da. Ich hab nur zwei. Da, den hast du noch nicht überlassen. Ich hab den noch nicht überlassen. Okay. Nur, ich weiß nicht, wie man diese Gehäuse da baut. Du kannst. Du weißt doch den Namen, oder nicht? Nicht mehr. Zeigt er den Tooltips dir nicht den Namen an davon? Du hast ja, ich meine, du hast ja auch an sich die neuen Tumini-Items. Da hört einfach mal 938.7 an. 3, 8, 7, 4. Ich find's eher fast eigentlich praktischer die ID als den Namen immer. Eigentlich alle an einen Ort hier oder was? Schon wieder. So. Und das passt eigentlich wieder jetzt gerade. Ich schau ein bisschen hier alles. Was hier erst in der Höhle aussieht. Ja, kannst du. Da ist er dann. Da ist er dann zum Haus. Okay. Schon falsch. Ah, hier. Ja, hier ist halt die Früh. Oh. Oh, hier ist eine Fledermaus. Alte Fledermaus. Ja, ich kann ein Mager bauen. Dass man die mal sieht. Brauchst du ja verschiedenes Holz? Dass ihr zeigt alle Möglichkeiten an, mit welchem Holz man das machen kann. Das ist sozusagen die Sache, ihr zeigt alle Holzmöglichkeiten an. Oder brauchst du einen Carpenter? So. Brauchst du einen Carpenter? Verschiedene Carpenter benötigst du ja noch dafür. Ein bisschen Bronze benötigst du dafür. Nein, müssen Bronze herstellen. Hoppala. Aus, was hergestellt würden. Ja. So. Ich glaube, das müssen vielleicht schon fast sein Nöten sein für den Anfang. Das ist die nächste Zeit erstmal. Die Dev-Pon mal bitte da weg. Lädt das Dev mit dir. Oh, hier ist noch was. So, müssen wir mal mitgenommen. Sind Bäume schon nutzen? Ja. Bäume sind auch schon nutzen. Wie ist der hinter Reich? Fetter Cotton. Nach wieder. Wir haben ja auch nur Regenwetter bei uns oder was? Das regnet hier hinten ziemlich häufig. Zumindest. Hockst du auf dem Trastfall oder was? Woher siehst du denn das? Ich hab das Geräusch gehört.
halt schon sein, weil... Ja. Man hört das ja. Den Schaden. Drauf trägen. Drauf trägen. Na ja, gut, mir egal. Team? Es ist ein Team. Ein Schein sammeln. Ich hab keine Idee. Wir machen dann immer... Ich glaube, es ist spät für dich. Ja. Was? Ja, spät für mich ein bisschen. Wenn man es schon sieht. Nein! Uhr 43. Ist ja noch früh. Ja, meine Mutter sagt, dass es halt zu spät ist und ich müsste schon. Normalerweise hat sie mir auch angeboten, halt auszumachen. Sind doch Ferien natürlich, geht's ja noch. Ja, also, aber... du bist nicht in der Schulzeit so spät noch wach. Ja, aber das Problem ist, mein... Wenn... Es beschwert mein Vater sich wieder, dass ich hier mit dem nachts wieder hier rumspiele. Das eigentlich will er es nicht. Deswegen... Gerade ist die Aufnahme dran schuld, dann sind das also auch so... Ja, Aufnahme noch... Die heute Playboy ist dann so spät starten und erst. Ich hab mich für sie nie later, vielleicht packe ich es ja heute mal. An sich müsste ich ja technisch noch einen LP heute noch aufnehmen, also. Ich würde höchstwahrscheinlich. Aber nee, mal im Ernst, weil wir müssen jetzt. Oder spätestens hier mal aufnehmen. Naja. Jetzt werde ich immer mal gestört hier. Also, mal. Gestört hier. Bei der Aufnahme und ja, so. Dann ausmachen muss. So, und wo komme ich denn jetzt hier raus? Das sieht schon fragwürdig wohl aus. Komm, weiß jetzt nicht mal, wo ich hier rauskomme. Hier, oder? Oh ja. So. Ja, aber ich finde auch irgendwie. Ich finde. Gut, dass es jetzt nicht so spät jetzt für euch ist. Peter hat den großen Baum gefällt schon. So. Das wird wohl sehr interessant. Das ist das hier wird die Hütte. Die Tiefe muss ich nochmal gucken, wie groß ich hier jetzt gehe. Auf jeden Fall hier mal. So, dort. Na, was ist denn das Peter oder hat er so? Ich kenn's grad nicht hin. Ich kenn den nervtes Geräusch von dir. Sei das, kriegst du das nicht hin? Was ist denn? Was denn gerade die Sache, Leute? Was denn da hinkriegst? Peter. Dieses Ding da zu bauen. Impression and Casing. Redwood, Magogwood, Cherrywood. Du brauchst eine Holzsorte. Aber lies mal, wo es gebaut wird. Was? In was wird's gebaut? Das Teil an sich wird ja in der Workbench gebaut. Aber wo wird das gebaut? Das Teil wird im Carpenter gebaut. Das ist eine Maschine, die du erstmal herstellen musst. Die Maschine findet die Klassen, Standing Casing, Pause.
Was du sein brauchst, erstmal herstellen. Und ich stelle nochmal das Bronze her. Bronze müsste ich irgendwo haben. Wir bräuchten dreimal Copperdust und einmal Tindust. Habe ich noch Dust überhaupt? Ich glaube, dort war mein Teller. Ja, und ja, an dieser Stelle endet die Folge mal wieder. Das ist die 15 Minuten Takt machen, oder wie? Was? Ja, Mann, lass mich doch. Sind so lange wird die auch. Ja, würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Tschüss.